Ja, hallo Freunde. Also, ich bin jetzt am Flughafen angekommen und war ein bisschen aufregend. Ich bin ungefähr 2 Stunden vorher da gewesen. Im Flugplan stand, dass man 3 Stunden vorher da sein sollte. Ja, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit. Also, die Corona-Bedingungen hier am Flughafen sind echt super. Kann ich mich auf jeden Fall nicht beklagen. Und ja, ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Bin nämlich von einem ziemlich weit entfernten Parkplatz hier hingelaufen und mal schauen. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt und ich melde mich dann nochmal aus dem Flieger oder vielleicht sogar direkt schon aus Georgien. Wird auf jeden Fall eine Reise und ein Abenteuer. Bis später. Vielen Dank, Dankeschön. Willkommen in Kutaisi in Georgien. Also ich hatte ein bisschen besseres Wetter erwartet, aber naja, so ist das normal. Wunderschön hier im Hintergrund die Berge, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Hat man schon vom Flugzeug aus gesehen. Richtig nice. Und wir schauen mal, was die Stadt bzw. das Land so zu bieten hat. Meine Freunde, ja, also ich bin angekommen. Das Wetter, so wie angekündigt, ist leider nicht ganz so geil, aber das macht nichts. Total krass. Also, ich habe beides gesehen: ein Land, was wirklich am Boden liegt, beziehungsweise gerade aufgebaut wird, und jetzt hier so eine High-End-City. Also, ich bin total überwältigt und ich kümmere mich jetzt erstmal um ein Taxi und dann melde ich mich später noch mal wieder. Und das ist mein Zuhause für die nächsten Tage. Guesthouse Gwari. Ja, gehen wir mal rein, ne? Wunderschön schon mal. Ja, hey Leute, ich bin jetzt im Hotelzimmer und ja, ich weiß noch nicht, ich hatte immer gehört, dass die Georgier extrem freundlich sind. Aktuell scheinen sie mir eher so zu sein wie Deutsche. Also nett, aber jetzt nicht übermäßig nett. Aber ich komme auf jeden Fall klar, die geben sich Mühe, mich zu verstehen. Und ich habe sogar ein Zimmer-Upgrade bekommen. Ich hatte erst gedacht, als ich hier reingekommen bin, dass ich doch kein Einzelzimmer habe, weil ihr seht selber, ich habe hier 4 Betten. Und ich mache mal eine kleine Roomtour mit euch. Kleiner Arbeitsbereich. Oh, das sieht aber nett aus. Oh, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo Licht ist. Ja, nicht ganz modern, aber
hyper sauber. Und alles da, was man so braucht. Ich komme auf jeden Fall klar. 220 Volt, denke ich mir auch ganz wichtig. Ein Safe ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig hier. Das habe ich schon wahrgenommen. Taxifahrer sind echt uncool hier. Leider nichts mehr drin. Genau, ich mache mich jetzt fertig. Und dann treffe ich mich mit Tornike, meinem Kontaktmann hier. Und dann geht es gleich auch schon los. Es ist sehr stark am Regnen, Leute. Und wir gehen jetzt hier durch. Toko habe ich gerade gesehen. Ich habe es also geschafft. Oh. Hi. Oh. Look at this. Oh. Okay. How many kilometers? We need the maximum 500 meters. 500 meters, okay. This is Toko. My friend from Georgia. Wise guy. Wise guy. You have TikTok, you have YouTube, you have everything. And his name is Wise Guy. Yeah. Wise Guy. Oh, I have for you. Oh, schaut euch den Regen an. When you will be in Georgia, ah, you yeah. will be also Wise Guy. So thank you so much. Es ist so stark am Regnen, Leute. Oh. Wir sind jetzt an seinem Bunker angekommen, Leute. Er hat einen eigenen Bunker. Nice. Okay, let's go in. Hallo meine Freunde. Also wir werden uns jetzt den Bunker gemeinsam anschauen. Ich hatte gerade schon die Gelegenheit, mich einmal führen zu lassen. Und der liebe Toko wird uns jetzt einmal in den Bunker begleiten bzw. die Funktionalitäten des Bunkers mal vorstellen. Okay. Hallo guys. Okay. This was the last gas mask what make Soviet Union. You can drink from here. Oh, okay. You will. Control panel. What is this room? This was a control panel of House Tbilisi. They control bunkers, calling them, also making a nuclear alarm if we need it. I hope we never need it. Yeah. And I like this sound. Everything works. Alles arbeitet. And what is this here? There are some dynamics for this nuclear alarm. And there is a location where is this dynamics. And on the control panel you have the same numbers? Yeah. So, hey, Komat? There was a school. Ah, okay. One number of schools. Yeah. There was also some garden park. Okay, and here is for fast calling the numbers. Yeah. They just maybe they have the list of the bunkers. At this moment we have nothing. But they have. And they can make fast call. And you have a lot of plants here. Yeah. How to make our own bunker in garden with a tree. Containers. Crazy. Main entrance. Is this Russia language or? Yeah, it's Russia. Russia. This is our own line. I hope you can. It's make for us MD Winery Company, radioactive wine. He's written radioactive and Bunker Edition 2020 and have a lot of alcohol, 13 pound 5%. That's really much. Telefonication? Communication, but it's not working. Today everything is digital. Yeah. So we don't need it. Also heute, also das ist für Telekommunikation.
Natürlich funktioniert das heute nicht mehr, aber ihr seht, die Technik ist halt komplett noch vorhanden. Und wir sehen hier verschiedene Sorten von Gasmasken. Das hier ist eine Mütze für einen Panzerfahrer. Unterschiedliche Gasmasken, je nach Epoche. Und hier sehen wir einen Original-Kampfspaten der UdSSR. Und ein altes Schild, nicht rauchen. Ich glaube, man kann es sehen. Gasmasken für Kinder. Das ist natürlich wirklich krass. Original, natürlich alles original. Diesel generators. Ah, now we come to the diesel. Ich mach das Licht ein bisschen heller. Und das ist natürlich etwas ganz krasses, Leute. Ein originaler Dieselgenerator, inklusive natürlich des Generators an sich. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist der Motor, der dreht sich mit Benzin oder Diesel, je nachdem. Das ist in der Regel ein Schiffsgenerator gewesen. Der wurde natürlich auch entsprechend gekühlt. Hier vorne ist die Kühlung und hier ist der Generator. Relativ einfach, der dreht sich einfach. Und wir haben ja in der Schule gelernt, dass ein Elektromotor, wenn man ihn drehen lässt, dann entsprechend Strom erzeugt. Andersrum wäre es ja, man schiebt Strom rein und dann bewegt er sich. Also eine relativ einfache Technik, die allerdings relativ warm wurde, hat er mir gerade erzählt. Und deswegen gibt es hier oben die Entlüftung und hier sehen wir die Belüftung, weil das Ding doch sehr heiß wird und die Abgase natürlich auch raus müssen. Und er hat mir gesagt, dass das Teil leider nicht funktioniert, sonst hätten wir es heute mal anwerfen können. Aber total interessant, schaut euch das mal an. Wir haben hier Illumination. Und wenn sich jemand findet, der diesen Generator reparieren kann und sich zufällig in Georgien aufhält, dann meldet euch gerne. Also wäre echt toll, wenn wir das Ding wieder zum Laufen bekommen. Also das ist der Ölraum. Und das Schöne ist, es funktioniert sogar noch. Schaut euch das mal an. Also wäre jetzt hier Öl drin, könnten wir pumpen. Und man kann hier sogar sehen, eine sehr primitive, einfache Art von Füllstandsanzeige. Aber so war das damals früher. Wie ich finde, eine sehr gute Funktionsweise. Also hier nochmal den Blick auf den Generator. Man kann auch noch alles bedienen. Wirklich sehr interessant. This was the most safe room in Bunker. There we have 600 outdoors. Ja, also wir haben hier den sichersten Raum von dem gesamten Bunker. Eine Tür, zwei Tür, drei Türen, vier Türen. Hier ist die nächste Tür. Also es war der sicherste Raum in dem ganzen Bunker. Sollte es zu einem Atomschlag kommen, wäre man hier am sichersten gewesen. Schaut euch das mal an. Also das ist ein Dosimeter, Leute. Das wurde unter anderem auch in Tschernobyl eingesetzt. Also du kannst damit entsprechend die Radioaktivität messen. Und wir wissen ja aus dem Schulunterricht, jeder Zentimeter ist entscheidend über Krebs oder Tod. Und hier mit dieser Verlängerung hatte man dann die Möglichkeit, tatsächlich auch sich ein bisschen mehr Entfernung entsprechend zu sichern. Und er hat es mir gerade vorgestellt, es funktioniert tatsächlich noch. Also wirklich ein extrem interessantes Teil. Like this, as in Chernobyl. Yeah, looks nice. I think I never need it. Yeah, we hope. And here is a modern tool. It's in a very good condition. Es ist in einem sehr guten Zustand und es ist vollständig. Es ist wirklich vollständig. Also World War II helmet. Aha. And evacuation map for railway. Leute, diese Map ist wirklich interessant, weil we are here in Tbilisi. Yeah. Wir sind hier in Tbilisi und wenn die Bombe kommt, dann gibt es noch weitere Bunker, die die Möglichkeit hatten, entsprechend den Atomalarm auszulösen. Das bedeutet, es ist alles redundant aufgebaut und alles original, bis auf diese Uhr natürlich. Sonst ist alles original. Genauso wie diese Knochen. Wow. Hier haben wir das Frischwasser. Die Leute mussten natürlich auch trinken. Und this tunnel is closed at this moment. Yeah. We have two permanent doors also here.
One second. Okay, also wir haben hier eine weitere Gasschleuse und what is on the end of the tunnel? From this tunnel we will go in factory. In factory, yeah. Okay. But they close this area because too many people coming inside. Ah, okay. Yeah. So the bunker has two entries? Yeah, yeah, more than two entries. Okay. This is, also das ist ein Eingang, Leute, der ist allerdings verschüttet. Er hat aber die Genehmigung, das aufzubuddeln. Aber wenn jemand Lust hat, das aufzubuddeln, dann könnt ihr gerne mithelfen. Da sind aber ziemlich große Steine. Und das führt dann in die Fabrik. Oh! Medical room. This is really crazy. Das ist wirklich verrückt. Schaut euch mal an. Ein originales Bett. Ist es original? It's not a bed. It's two chairs. Okay. Yeah. But you can use it as a bed. Yeah. Also, child business. Uh-huh. And there is a most important feature. What will be happen if we will be... Is this a factory? No. Okay. This is just city. And how much people work with gas masks. Ah, okay. Understand. What will happen if we have nuclear war? Ich hoffe natürlich, dass wir es niemals benötigen. I hope we never need this. Yeah. And I hope we never need this for children. Yes. That's so skurril. Das ist wirklich skurril. Also Big Mac kit here. Oh. 1950, yeah. Also after war, after Second World War, but it's very, very old. And the smallest medkit also. Wahrscheinlich Jodtabletten. Yeah. Tablets. Yeah. What is this? Is it for... Yes. For okay. We just drop it. Okay. And this is really amazing. This is really amazing. And I see a telephone. So, entscheidet Leute, dass ich immer von Englisch auf Deutsch spreche. Aber ich bin jetzt schon ein paar Tage in Georgien und deswegen seht es mir bitte nach. This will be a conference room. What? Conference room? Yeah. Also these features, how to make bunker. So those. Here also. This is really cool. Das ist wirklich cool. Das sind Dosimeter, Leute. Ich habe durchgeschaut. Man kann durchschauen, wenn man von hinten beleuchtet. Und dann hält man das irgendwo dran. Und dann hat man die Möglichkeit, hier durchzuschauen. Und man sieht, wie hoch die Strahlung ist. Und das Interessante, er hat ein komplettes Set. Und hiermit kann man es wieder zurücksetzen. Das ist unvorstellbar. Man kann es wieder zurücksetzen, indem man das hier freidreht. Also... Ein alter Passport, der Wein darf natürlich nicht fehlen, eine Pfeife und der letzte Raum, the last room. Okay, it's open now. Okay, also hier sehen wir die Filteranlagen, nicht nur der Raum mit den, mit dem Generator musste belüftet und entlüftet werden. Nein, natürlich mussten die Menschen auch leben und atmen. Und das funktioniert natürlich nur in einem Ernstfall mit frischen, guten Sauerstoff. Und hier wurde die Luft angesaugt, durch die Filter durchgezogen und hier entsprechend gefiltert, dann hier in den Bunker reingegeben. Die versuchen gerade auch hier den Motor wieder zum Laufen zu bringen. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Vielleicht müsste ich mich mal dran, weil ich glaube, das würde ich mir auch noch zutrauen. Mal schauen, ob es die Zeit erlaubt. Genau, nochmal einen Blick hier. Okay. To the right. Aha. Okay. So, er läuft, Leute. Ich mach mal das Licht aus. Wow. This is really amazing. Das ist wirklich mega. It's not working as good because I cannot change pictures, but yeah. I will try, right? Mm-hmm. Wow. We can change. Ganz alte Bilder. Wow. This is Russian. How old? Oh, I don't know really. But schaut euch das an, Leute. Das it's ist ja really old. It's really, also es ist wirklich sehr alt. Can you read it?
No, I can. No. I don't know if Russian is good. Okay. Es ist wirklich extrem alt, Leute. Und er hat hier Bildmaterialien, wirklich rare Bildmaterialien, unvorstellbar. As I remember, we have some interesting pictures here. I just searched it. Wow. The projector works automatically, or you must make it by your own? Oh, you must make it by your own. Okay, it's not motor inside. Yeah. Okay, also er muss es per Hand drehen. Also da seht ihr einfach, wie alt das Gerät ist. The story about horse, maybe. Oh yeah. Ja, in der russischen Zarengeschichte sind Pferde wirklich sehr wichtig gewesen. In the history of Russia, Zaren. The horses are very important. Yeah, in World War II, the soldiers who going in the war. I think it's the First World War or before, yeah. Because we don't have panzer or anything. It's Stalin or? Wait. Yeah. Oh, he's not working. No, I think it's not working. Okay. It's getting brighter. Yeah. Because it's broken. The film is broken. Okay. This was all. Wow, thank you so much. Also Leute, unfassbar. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Unfassbar, was wir hier gerade erleben durften. Eine exklusive private Führung in einem georgischen Bunker. Who made this bunker? From Georgia or from Russia? Oh, sorry. Who made this bunker? Georgia? Civility? Or, Of course Georgia. Oh, Georgia, okay. When we was in Soviet Union. Okay, also die Bunker wurden gebaut von den Georgiern für den atomaren Ernstfall. Also höchst interessant. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin jetzt raus und werde mich später nochmal mit Bildern von der Erdoberfläche zurückmelden. In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und danke. Hi Leute, übrigens ein Lifehack. Die ganze Metro ist eigentlich ein Bunker. Und wir sehen hier auf dem Boden die Bunkertüren. Also hier wurde aus dem Boden die Bunkertür quasi nach oben geholt. Und hier ist die Tür, die quasi entgegengesetzt der anderen Tür zu einem kommt. Und wir sehen, die Metro-Station wurden extra tief gebaut. Also ich würde schätzen, das sind bestimmt 60 Meter, 50 bis 60 Meter. Also wirklich krass, hat der Toko mir gerade erzählt. Und auf jeden Fall ein nicer Lifehack. Also es leben ungefähr 4 Millionen Menschen in Georgien, 1 Million davon in Tiflis. Es wollen eigentlich 2 Millionen hin, aber das gibt die Stadt nicht her. Und die Bunker sollen angeblich gemacht worden sein für 500.000 Menschen. Also grob die Hälfte der Bevölkerung hätte Platz in diesen unterirdischen Bunkersystemen. Ja, ob die wirklich ausgereicht hätten, kann ich nicht sagen. Aber man hätte sicherlich auch die Tunnel benutzt und nicht nur die Metro-Stations. Also von daher, vielleicht ist es realistisch. Eine Belüftung habe ich allerdings nicht gesehen. Die werden wahrscheinlich eher versteckt sein. Interessant auf alle Mal und wir hoffen natürlich, dass es niemals dazu kommen wird. Also in diesem Sinne, bis gleich. Hallo meine Freunde, es gibt ein kurzes Update. Ich bin heute wieder natürlich mit Toko verabredet. Wir werden uns heute eine alte Fabrik anschauen. Und dann hat er noch irgendwas anderes für mich vorbereitet. Das weiß ich aber allerdings noch nicht genau. So, das ist die Fabrik, ein Teil der Fabrik. Hier befindet sich auch Tokos Bunker. Der hat hier einen eigenen Bunker, mega cool. Und ja, ich warte jetzt noch mal 10 Minuten auf ihn ungefähr und dann geht's auch schon los. So Leute, den Eingang können wir leider nicht zeigen, weil wir sind auf Sperrgebiet. Deswegen einmal den Bunker von drin. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Hier haben wir die Gasschleuse, allseits bekannt. Und die Kollegen sind auch schon drin. Wir haben hier oben noch die Belüftung. Auch die Beleuchtung ist noch da. Beschriftung kann ich noch keine entdecken. Wir gucken uns erstmal in diesem Raum um. Oh, schaut euch mal an. Hier ist der Boden nach oben gekommen und das erste, was wir sehen hier, naja, es ist keine Gasmaske, sondern eher eine Arbeitsschutzmaske. Aber immerhin. Wow. Also massiv, wirklich massiv, was hier verbaut wurde. Der Boden. Man merkt richtig, dass es darunter hohl ist. Oh, Fliesen sind noch drin.
hier der Boden hochgekommen. Toiletten sind nicht mehr da. Aber Pissoirs, wahrscheinlich für Kinder. Die sind ja klein. My host for the 7 days. This was the normal boat shelters for people. Okay. Here is the bed. Oh, cool. Hier haben wir die Betten, Leute. Das habe ich auch noch nie gesehen. Very interesting. Yeah. I never see it before. Also wir haben hier Stockbetten aus Hartholz, also nicht das gemütlichste, glaube ich. Und wir haben hier auch Schriften. Also, mit der Übersetzung ist es leider ein bisschen schwieriger, aber dafür haben wir hier richtig tolle Sachen gesehen. Schaut euch das mal an. Here we have different language. One of this is Georgia and some is from Russia. Nice. You have it in your bunker? What? This one. Not exactly this one, but like the same. Yeah. And we see it yesterday in the bunker. Not the same, but different. Yeah. Oh, yes, it's not the lid. Okay. Also es heißt sowas wie ähnliches wie das Haus muss sicher sein. Also muss man sich wahrscheinlich um die jeweiligen Rahmenbedingungen kümmern. Ich könnte das so interpretieren. Und überall haben wir die Schriften. Hier haben wir die Anweisung, wie Gasmasken funktionieren. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich großartig. Also das ist wirklich selten, dass man solche Relikte noch findet. In Deutschland unmöglich. You never see this relics in Germany. Never know. Wow, really? Yeah, it's that's really special. Das ist wirklich besonders. We never have these things. When we have things, somebody steal. Wow. So. I think this is a nuclear injury, maybe. Yeah. Yes. And in this is the medicine from the bunker? Yeah, you remember? Yeah, I remember. And this is the dosimeter? Yeah. You have it in your bunker? Yes, do you remember this? Yeah. You can... And also this from Gorn bunker. Right. Ibrid, do you remember? Yeah, I say it. It's same. Nice. Hallo, meine Freunde. Ja, ich habe mich aus dem Bett geschält. Mir ging es heute tatsächlich in der Nacht nicht so gut, dann wurde es immer besser und besser und dann bin ich eingeschlafen und dann ging es mir am nächsten Tag wieder richtig schlecht. Dann habe ich mich aber gezwungen aufzustehen und jetzt bin ich tatsächlich auch an unserem Treffpunkt. Toko ist noch nicht da. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier aktuell sehe. Also hier treffen wir uns gleich. Taxifahrer war übrigens ultra nett, mega cool, hat auch Familie in Deutschland, hat sich sehr gefreut. Und hat gefragt, wie ich das hier so finde. Ich sagte, der Verkehr ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es funktioniert und das hat er mir bestätigt. Immer wenn seine Frau aus Deutschland wiederkommt, dann ist sie erstmal ein wenig ängstlich. So, auf jeden Fall schaut man da oben. Tolle Aussicht. Und ich bin mal gespannt, was Toko für mich bereithält. Wir sind jetzt in einem alten Kino, mussten hier ein bisschen Geld bezahlen, damit wir reingekommen sind oder rein durften, besser gesagt. Und schaut euch mal diese Goldverzierung an, das ist unvorstellbar. Also ich sehe hier wirklich die ganz, ganz speziellen Orte, wo sonst niemand hinkommt. Ich weiß nicht, wie viel Geld er ihnen gegeben hat, aber es sah auf jeden Fall nach viel aus. Unfassbar, oder? Wirklich unfassbar. Wir gehen da mal hoch. Hier müssen wir aufpassen. Krass, oder? So krass. Ah,
in your eyes, some kind of shimmer in your presence, unlike no other I had met. You got me spinning out of context, not really sure what I should do. Also der Straße nach zu urteilen, sind wir gleich da. Ich zeige euch das mal. Ich kann die GoPro mal zeigen, wie die Stabilisierungsfunktion funktioniert und was sie alles kann. Bede. Oh, wie ist das krass? Also das ist ein altes Kosmodrom, so wie ich das verstanden habe. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich verstanden. Das muss er mir gleich nochmal erklären, aber vielleicht ergibt sich das auch, was wir hier sehen. Also seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu mal Englisch mit ihm spreche, weil er kann halt kein Deutsch und ich kann kein Georgisch und ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen wird es immer mal wieder vorkommen, dass ich auch mit ihm Englisch spreche. Aber da ich Schulenglisch spreche, dürftet ihr das auch verstehen. So, ich dachte, es wäre Mercedes, ist aber kein Mercedes. Aber nice, oder? Was ist das hier? Ah, der Hund sah ganz schlimm aus, der hatte keine Pfote mehr. Oh ja, ich glaube, die trinken hier ab und zu. Here, oder what? They build a satellite. Ah. They make the biggest satellite than Europe or America. Crazy. Yeah, because this was the most security. Okay, also hier wurden Satelliten gebaut. Soviet Union broken. Yeah. So, this place also working. And they send one biggest satellite in. Yeah. Also hier wurden damals Satelliten und Raumschiffteile gebaut, die größten für Europa. Und ich bin mal gespannt, was uns hier so erwartet. Das ist natürlich ein amazing space, Leute. Also ein aufregender Ort. Definitiv krass. Also sowas haben wir definitiv nicht in Deutschland. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Mega. Nice. Also ich habe hier gerade bestimmt 6 oder 7, vielleicht sogar 10 Gasmasken gefunden. Die zeige ich euch gleich mal. Hier sind alte Schulbänke. Sieht aus wie aus der DDR-Zeit, Leute. Ich meine, so weit ist es ja nicht entfernt, DDR und Sowjetunion. Und er sagt, der Boden ist so massiv gebaut. Hier wurden die Sachen zusammengebaut. Selbst wenn die runtergefallen sind auf den Boden, das hat es sehr gut ausgehalten. Da vor oben war der Kontrollstand. Den haben sie aber leider demontiert. Der existiert nicht mehr. Und hier haben wir einen alten Fernseher. Die etwas Älteren unter euch werden den schon mal gesehen haben. Und hier liegen einfach Gasmasken auf dem Boden rum. Wirklich krass. Da. Ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Er sagt mir, nimm mit. Aber ja, ich wüsste halt nicht, was ich damit machen soll. Nochmal ein Blick über die Location. Und wir gehen weiter. Unfassbar. Unfassbar. Also ich bin total begeistert von diesem Ort und wir gehen natürlich auch rein. Wow! Leute, das ist wirklich unglaublich. Unglaublich. You walked? No. 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 You know I'm a fear of peace. I'll try. Wow, Leute. You go? Yeah. I make videos from you. Yeah. Also er geht jetzt da hoch, aber da bin ich dann raus. Ich mache ja vieles mit, aber selbstmordgefährlich bin ich dann doch nicht.
So, wir gucken mal, was es hier noch gibt. Einen alten Apothekerschrank, auch sehr geil. Second Floor traue ich mich auf jeden Fall, aber ich werde nicht da über das Gelände gehen. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Also so ganz, ganz ohne Klettern geht natürlich auch nicht, oder? Also, der Kollege ist gerade schon vorgegangen. Dementsprechend gehe ich hier auch gerade mal hoch. Das sieht vertrauenserweckend aus. Und jeder, der mich schon ein bisschen länger kennt und verfolgt, weiß, dass ich Höhenangst habe. Und die Höhenangst beginnt schon. So, ich zeige euch mal ganz kurz, wo ich bin. Jetzt werden einige von euch sagen, das ist ja nicht hoch. Aber für jemanden, der Höhenangst hat, ist das schon verdammt hoch. Hi, my friend! Mir reicht schon die Höhe. Ich würde sagen, das sind 7 Meter, 8 Meter. Vielleicht auch 10 Meter. Das ist auf jeden Fall höher als mein Baum. Boah, guckt euch an, wie nah seine Füße am Abgrund sind. Ich habe auch keinen Bock heute, dass irgendjemand anders hier abschmiert. Also ich gehe jetzt wieder runter. So, boah, wie steil ist das denn? Und er macht da seine Faxen. Die sind doch alle verrückt. Jetzt stell... Oh Gott, das will, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, it's unbelievable. Es ist wirklich unnormal. Ah, jetzt läuft der auch noch da drauf. Hat er ja gerade auch schon gemacht, aber das ist nochmal eine andere Nummer, wenn du aufstehst. Was, ne? Und jetzt der andere auch. Oh, jetzt kann ich mir nicht mit angucken. Ich bin ehrlich zu euch. Ich bin ehrlich zu euch. Es ist wirklich abnormal. Jetzt er auch. Und der andere ist da oben. Okay, also ich bin jetzt erstmal raus. Mal gucken, was wir hier noch so finden. So, sie sind wieder gesund. Auf dem Boden der Tatsachen. Alle zum Glück. Was ich hier gesehen habe, auch sehr interessant. Dieses Auto. Komplett mit Spiegeln beklebt. Richtig cool aus. Ich denke, man kriegt es nicht mehr auf. Nee, das ist zu. Also ein altes Flugzeug oder so. Oder vielleicht ein Space Shuttle nachgestellt. Man weiß es nicht genau. Oh. Ah, it's for chill. It's empty, right? Good. To have a rest? Yeah, you can. For this. Yeah, it's dirty. So, hier haben wir ein Flugzeug gefunden und er hat gerade gesagt, in Georgia kann man alles machen, was man möchte. Hauptsache man hat Geld. It's broken now. Yeah. Oh, sorry. Last time you are here, it was okay, oder? Yeah, it was okay. Oh, es ist doch ein echtes Flugzeug. Gehen wir gleich mal rein, würde ich sagen. So, ich glaube, man kann es gut erkennen. Ich bin jetzt auf dem Flugzeug drauf und ich gehe jetzt mal in das Flugzeug rein. Man sitzt hier überraschend gut in diesem tollen Flugzeug. Das ist der Blick, den ich gerade nach vorne habe. Unglaublich, oder? Also es ist, wie ich gerade gehört habe, eine Party-Location, so wie ich das auch schon gedacht habe. Aber es ist von einem Festival. Hier war ein Festival, das 4BC oder 4CB heißt es. Das war hier und dann wurde das hier alles extra für dieses Festival aufgebaut. Und das ist der hintere Sitz. Und hier haben wir auch noch ganz viel Interieur. Krass, oder? Mega. Zustand ist echt tadellos, da gibt es gar nichts. Also, mega Location, oder?
Richtig gut. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um, was es hier noch gibt. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. Bis gleich. Alter Bus. Der erinnert mich so ein bisschen an den Film, wo er strandet in, wo war das? Kanada, glaube ich. Und dann umkommt, weil er irgendwas gefressen hat. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber vielleicht fällt er euch ein, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Der Bus sieht fast genauso aus. Heftig. Hier haben wir sogar noch alte Inschriften. Mega. Ich hätte schon Bock auf so ein Ding. Aufbauen und so. Ja, es war eine Bar oder so. Und hier haben wir noch ein altes Telefon. Hallo? Wer ist da? Ah, okay. Ja, ich, Freitag bin ich wieder da. War die Arbeit. Boah, und hier war der DJ. He was the DJ. They have provable location, where was the music base and this is to be construction. Wow. So, wir gehen hoch. Na, er hat schon eine Idee, wie wir es machen. Mal schauen, ob ich das auch hinkriege. Good like you. Oh, be careful, bro. Nice. Not like you, but yeah, good. It's, yeah. And 1-4. Crazy. It's really amazing. Georg, in der Mosel, wie geht der Gerüchen? Ich habe auch da. Das ist die Aussicht, Leute. So, wir nutzen gerade einmal die Gelegenheit, um mal ein bisschen zu chillen. Sitzen hier gerade echt auf einem sehr nicen Place. Haben gerade ganz viele Fotos von mir gemacht. Und mit diesen wunderschönen Bildern werde ich mich jetzt einmal von diesem Lost Place verabschieden. Ich schwenke einmal quasi einmal hier über die Hills, über die Mountains. Über das ehemalige Festivalgelände. Unser Fahrer. Taco. Hey. He's also Taco. Oh, really? Yeah. Your name is Taco? Yeah. Okay. And his brother. George. Yeah, George. And Soso. Oh, bye. So, das muss ich euch noch zeigen, sonst glaubt es mir irgendwie niemand. Diese Kühe stehen einfach mitten überall rum. In jedem Ortsteil gibt es Kühe. Also in Österreich natürlich normal, aber dass sie halt auch auf der Autobahn rumlaufen dürfen, das ist schon krass. Der arme Hund, guckt euch mal das Pfötchen an. Da guckt der Knochen raus. Oh. Bro, yeah. I will take this person out. We'll help them and come back, okay? Okay. Ja, hi, meine Freunde. Ich kann leider den Eingang nicht zeigen. Ich kann den vielleicht von innen so ein bisschen andeuten, aber mehr kann ich leider nicht machen, das habe ich versprochen, damit niemand weiß, wo wir hier gerade sind. Wir sind auf jeden Fall in einem alten, verlassenen Tunnel, so viel kann ich sagen. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange heiß um den Brei rum, wir gehen einfach mal rein. Hier sehen wir noch ein altes Gitter. Damit niemand hier reinkommt. Auf dem Boden sehen wir auch noch die Schienen der Schmalspurbahn und einige Elemente, Schubkarren, Rohre. Und hier sehen wir zwei Ventilatoren, um entsprechend Frischluft auch reinzubekommen. Das sieht aus wie alte Sitzbänke, entweder aus einem Bunker oder aus einer Schule, schwierig zu sagen. Einige Schrankeinbauteile, Stühle. Spannend auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter in das Bauwerk rein. So, auch hier haben wir wieder die Leute bestochen. Also die verdienen ja hier alle nicht so viel. Deswegen haben wir denen ein bisschen Geld gegeben und einen Wein hat der
liebe Tocker mitgebracht. Es macht auf jeden Fall Sinn, die Leute zu bestechen, weil wenn man hier von der Polizei erwischt wird oder vom Security, dann kann das wirklich böse enden. So, ein Voltmeter, eine alte Schreibmaschine, eine alte Lore, Leute. Guckt euch das mal an. Sogar noch das Holz ist da. Nicht schlecht. Wow, I like it. I love it. Great. Very, very great. Everything is still here. Yeah. We will see also the machines, everything. Okay, wir gehen weiter. There are also some lights, but they tell me this is emergency lights. Ah, it must be you. Okay. What is this place? This was a laboratory. Laboratory, okay. Wow. This was classroom one time. Really? Yeah. Ah, I see the chairs and the... This was for students. Crazy. Okay, also ein laboratory, as we say. Crazy. You can study here how to... this mice. Wow. Schaut euch das an. Das ist immer noch hier. Still here. Looks great. Oh. Alles noch zu sehen. Und da geht's dann später auch noch weiter. Aber wir gehen erstmal hier lang. It does work? No, it's not. It's a triangle here. Yeah? Nice. Okay, da haben sie aber viel zu reparieren. Da haben sie aber viel zu überwinden. Ich würde sagen, das ist fast nicht möglich. If we have two big mines, yeah. Just people who will go inside, it will be difficult to walk inside. And they are because they will sit here and go into the mine. Nice. So, ich würde mich ja jetzt draufsetzen, aber das ist mir zu dreckig und zu rostig. Crazy. Schaut euch mal diese alte Verstrebung an. Hier kann man wirklich noch erkennen, wie sie damals den Tunnel befestigt haben. Oh, die Luft ist aber nicht so gut hier drin. Wow. This is elevators we can go in university. Yeah. So here we can go this way. I will show you also. Yeah. Hey Leute, was geht ab? Es ist mir noch ein Anliegen, euch noch ein letztes Mal Adieu zu sagen. Ich bin heute leider wieder den kompletten Tag im Bett liegen geblieben. Ich habe mich noch kurz vom Docker verabschiedet, aber in Summe war es mal wieder ein Bad Day. Ich glaube, mittlerweile 2,5 Tage nur im Bett gelesen. War noch nicht mal schlimm, weil ich war echt angeschlagen. Jetzt ist es Zeit, zum Bus zu gehen. Der fährt um 11 Uhr los, dann ungefähr 4 Stunden bis zum Flughafen, 3 Stunden, 3,5 warten und dann 4 Stunden mit dem Flugzeug. Dann nochmal 1,5 Stunden mit dem Auto. Also von daher ist es ein kleiner Trip. Ich bin mal gespannt, aber am Ende des Tages geht ja alles vorbei. In diesem Sinne, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich jetzt bis zum Ende begleitet habt.
Ja, wenn euch solche Abenteuer gefallen, ich mache die häufiger, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, macht die Glocke rot, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne bin ich raus, euer Random Life. Adieu.